Hi Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video von Prüfungsvorbereitung Metall. In dem Video will ich euch jetzt zeigen, wie man Passungen berechnet, das heißt diese Passungspaare. Und hier geht es jetzt eigentlich um den Standard H5. Ich habe euch jetzt hier mal ein paar Werte mal aufgeschrieben, ein paar Durchmesser mit der Welle H5. Und dann haben wir noch eine Paarung dazu, also eine Bohrung, die wir dann im Tabellenbuch raussuchen sollen und dann auch tolerieren sollen. Und nochmal vielen Dank an alle, die Kommentare schreiben, den Daumen nach oben geben und ganz wichtig auch den Kanal abonnieren. Denn das motiviert mich einfach noch mehr Videos für euch zu machen. Danke euch. Wir gehen ins Tabellenbuch und zwar habe ich die 46. Auflage. Ich habe euch schon mal die Seite rausgescreenshottet und zwar finden wir es auf der Seite 108. Wenn ihr eine neuere Auflage habt, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten, denn es werden immer die Auflagen erneuert und mehr Seiten hinzugefügt. Unser erster Durchmesser ist eine Welle mit dem Durchmesser 30H5 groß H6. Die Zahl hier vorne zeigt uns immer den Durchmesser an, das heißt, wie groß ist denn eigentlich unsere Welle. Der kleine Buchstabe zeigt uns immer an, dass es sich hierbei um die Welle handelt und der große Buchstabe zeigt uns dann an, dass es eine Bohrung ist. Das heißt, klein ist immer Welle und der große Buchstabe ist die Bohrung. Genau, dann gehen wir jetzt auf die Seite 108 und hier finden wir alle Paarungen mit der Welle H5. Das heißt, wir haben hier auch verschiedene Paarungen. Zum Beispiel können wir hier dann auch verschiedene Passungen herstellen. Da haben wir die Welle mit der Klasse H5. Und dann können wir für die Bohrung zum Beispiel verschiedene Passungen herstellen. Das wären dann Spielpassungen, Übergangspassungen oder auch Übermaßpassungen. Die werden auch Presspassungen genannt. Zur ersten Passung waren Durchmesser 30, H5, H6. Das heißt, wir suchen jetzt diese Werte raus. Wir gehen auf den Durchmesser 30. Wir befinden uns jetzt nur in dieser Tabelle hier. Das ist nur wichtig für uns. Das heißt, wir finden hier unseren Durchmesser, denn hier wird er angegeben. Dann hätten wir hier zweimal die Zahl 30. Also ihr könnt eigentlich beides nehmen, denn das ist ja bis 30 und das ist ab 30. Aber unser Lehrer damals in der Ausbildung meinte immer, es ist dann besser, wenn wir die kleinere Zahl nehmen. Einfach, dass wir es dann auch kleiner tolerieren und so auf der sicheren Seite sind. Je nachdem, welche Passungsart wir wollen, können wir hier auch sehen, haben wir dann hier auch andere Toleranzen. Denn hier wäre dann auch der Durchmesserbereich größer. Dann hätten wir hier sogar einen Durchmesserbereich von 30 bis 50 mm. Das heißt, unsere Toleranz wird dann hier auch dann anders und auch in dem Fall größer. Darum, wenn ihr sowas habt, dann könnt ihr immer hier den kleineren Wert nehmen, also zwischen 18 und 30 mm. Das heißt, unsere Welle H5 hat eine Toleranz von 0 und minus 9 μ. Das ist hier immer in μ angegeben und das müsst ihr dann nachher am besten in Millimeter umrechnen. Dann haben wir unseren ersten Wert, das wäre dann 0 und minus 9 μ und dann haben wir hier eine sogenannte Spielpassung gegeben, weil wir hier H6 angegeben haben. Unser Wert für H6 wären dann plus 13 μ und unser Kleinstwert wären dann hier 0. Wie wir hier sehr schön sehen können, haben wir bei diesen H-Bohrungen, bei diesen Einheitsbohrungen, haben wir immer als obersten Wert eine 0 gegeben. Das heißt, unser Höchstmaß ist immer dann der Durchmesser, den wir angegeben haben, zum Beispiel in dem Fall dann 30,0 und dann produzieren wir das ein bisschen kleiner. Am besten immer auf Toleranzmitte. Jetzt können wir unsere ganzen Werte hinschreiben. Das heißt, wir haben dann hier für unsere Welle zum Beispiel, was wir hinschreiben können, ist, wenn wir unsere Welle bemaßen, können wir hinschreiben GOW, das heißt Höchstmaß Welle. Oder wir schreiben hin GUW, das bedeutet dann Mindestmaß der Welle, was es haben muss. Und bei der Bohrung genau dasselbe Spiel, dann heißt es hier GOB, das Höchstmaß der Bohrung, und GUB, das Mindestmaß der Bohrung. Sehr oft wollen die auch in Klausuren, dass ihr zum Beispiel, oder halt in der Prüfung, dass ihr halt dann die Toleranzmitte hinschreibt. Das werden wir jetzt hier nicht machen, aber ihr nehmt dann einfach die Toleranz und rechnet dann durch 2, um dann den Mittelwert zu bekommen. Dann können wir erstmal hinschreiben, um welche Passungsart es sich handelt. Hier haben wir dann unser H5 und unser H6. Dann haben wir hier eine sogenannte Spielpassung. Je nachdem, ob es gefragt ist oder nicht. Aber ich schreibe es immer gern hin, einfach weil das dann immer Punkte gibt. Das heißt, wir haben hier eine Spielpassung. Und dann können wir noch hinschreiben, unser GOW, das Höchstmaß der Welle. Unser GUW, das niedrigste Maß der Welle. Unser GOB, das Höchstmaß der Bohrung. Und unser GUB, das Kleinstmaß. Unser Höchstmaß wären dann 30,0 mm, einfach weil unsere Toleranz hier 0 ist. Dann haben wir hier minus 9. Unsere Toleranz wäre dann zum Beispiel beim minus 0,09 mm. Wenn es in 9 μ angegeben ist, können wir das geteilt durch 1000 rechnen. Dann haben wir hier Millimeter, dann kommt da minus 0,009 mm raus. Einfach als kleines Beispiel, wie ihr das dann von μ auf Millimeter umrechnen könnt. Dann haben wir hier 29,99
1 mm. Und falls die Mitte ausrechnen sollte, dann wäre das 30,0 plus 29,991. Und dann könnt ihr das Ergebnis geteilt durch 2 rechnen. Und dann bekommt ihr hier die Toleranzmitte raus. In dem Beispiel würde dann 29,9955 rauskommen. Aber das können wir dann auch aufrunden. Dann haben wir da 29,996 mm als Toleranzmitte. Jetzt machen wir mit der Bohrung genau dasselbe. Wir gucken uns Toleranz für die Bohrung an. Das wäre dann hier die Spielpassung und dann hätten wir hier unseren Durchmesser 30. Dann wären das hier als Kleinstmaß 0 und als Höchstmaß hätten wir dann plus 13 μ. Das heißt, unser Höchstmaß wären dann 30 plus 13 μ. Das wären dann 30,013 mm. Wir haben hier 30 mm plus 0,013 mm gerechnet. Genau, wir haben es von μ auf Millimeter umgerechnet, haben wir als Kleinstwert, haben wir dann unsere 0, das heißt, es bleibt dann bei 30,0 mm. Und wenn wir hier die Mitte brauchen sollten, dann machen wir das genauso, dasselbe Spiel, rechnen diese zwei Werte zusammen und rechnen das dann geteilt durch 2 und so kriegen wir dann unsere Toleranzmitte raus, also dieses Maß, auf was wir dann produzieren sollen, unseren Nenndurchmaßmitte. Und dann würde da rauskommen 30,008 wäre dann ungefähr unsere Toleranzmitte, auf die wir dann produzieren sollten. Genau, jetzt haben wir eigentlich hier unsere erste Passung rausgesucht und die anderen Passungen werden eigentlich dann genau gleich berechnet. Die können wir jetzt auch nochmal kurz raussuchen. Das heißt, hier können wir dann auch dieselben Sachen hinschreiben. Wir haben dann den Durchmesser 52 und klein h5j6. Das heißt, wir gehen wieder ins Tabellenbuch, suchen hier unseren Durchmesser raus. Das heißt, wir sind hier wieder bei der Welle. H5 haben dann hier unsere J6 und das wäre eine sogenannte Übergangspassung und unser Durchmesser 52 wäre dann hier toleriert zwischen 50 und 65 mm. Da haben wir für die Welle eine Toleranz von 0 und minus 13 μ und für die Übergangspassung, das heißt für die Bohrung, haben wir dann eine Toleranz angegeben von plus 13 μ und minus 6 μ. Genau das können wir jetzt so übernehmen und können das jetzt dann ausrechnen. Das heißt, für dieses Beispiel haben wir eine Übergangspassung, das könnt ihr immer gern hinschreiben. Dann haben wir wieder unser GOW, unser GUW, dann haben wir unser GOB und auch unser GUB. Das heißt, wir haben dann unser Höchstmaß, das ist bei diesen Haarbohren immer ganz praktisch, das wären dann 52,0 mm. Unser GUW wären diese 52 mm minus 0,013 mm, weil wir 13 μ toleriert haben. Das heißt, wir sind dann bei 51,987 mm plus 13 μ. Das heißt, wir sind bei 52,013 mm und minus 6 μ wären wir dann sogar bei 51,994 mm. Falls ihr die Toleranzmitte braucht, dann könnt ihr sie ausrechnen, wie wir es hier gemacht haben. Und dann könnt ihr, wenn es gefragt ist, nach Toleranzmitte auch produzieren und das dann auch gerne hinschreiben. Jetzt machen wir noch ein letztes Beispiel. Dann sollten wir eigentlich alles durch haben. Dann lassen wir die Presspassung raussuchen. Genau, das wäre dann hier unsere N6. Dann gucken wir mal nach der hier. Wir gehen wieder runter. Und dann hier haben wir wieder unsere H5 angegeben. Danach gucken wir hier nach unseren N6. Das wäre hier eine sogenannte Übermaßpassung, eine Presspassung. Und unser Durchmesser ist hier 40. Das heißt, wir sind dann hier in dieser Spalte. Und dann richten wir uns auch am besten nach dem kleineren Wert. Das heißt, wir können jetzt hier unsere ganzen Werte raussuchen. Das wären die Werte für die Welle. Jetzt wären 0 und minus 11 μ. Und für unsere Übermaßpassung wären das dann minus 12 und minus 28 μ. Das heißt, wir sind wieder hier bei einer sogenannten Presspassung. Und dann schreiben wir wieder hin unser GOW, GUW, GOB und unser GUB. Das heißt 40 und dann minus diese Toleranz. Heißt, unser Höchstmaß ist 40,0 mm. Unser Kleinstmaß wären dann 40 minus 11 μ. Millimeter umgerechnet wären das dann 0,011 mm. Dann sind wir bei 39,989 mm. Und dann machen wir dasselbe für die Bohrung. Dann haben wir hier unsere minus 12 und unsere minus 28. Heißt 40 minus 12 μ. Dann sind wir bei 39,988 mm. Und dann nochmal minus 28 μ. Das heißt, wir sind bei 39,972 mm als Kleinstmaß der Bohrung. Genau. Und wenn ihr die Toleranzmitte braucht, dann müsst ihr das einfach wieder zusammenrechnen. Diese zwei Werte am besten. Und dann
dann geteilt durch 2 und so passiert euch dann kein Fehler. Dann habt ihr hier eure Toleranzmitte ausgerechnet, auf die ihr auch am besten produzieren sollt. Ich lasse es mal die 2 aus. Ihr könnt die ja gerne mal raussuchen im Tabellenbuch und dann mal in die Kommentare schreiben, falls ihr Lust habt. Ich glaube, ich habe alles so gut erklärt, wie es nur ging, wie man jetzt die Passungen berechnen kann bei einer Einheitswelle. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr doch gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen, denn das motiviert mich einfach, noch mehr Videos für euch zu machen. Danke fürs Zuschauen und auf dem Kanal findet ihr noch weitere Videos zum Thema Maschinenbau, Zerspanerprüfungen und rund ums Thema Metall. Viel Spaß beim Lernen, bis zum nächsten Mal, macht's gut!